Willkommen, Freunde, zurück zu Crime Tales 8 zu Unrecht verdächtigt. In der Folge 8 befinden wir uns sogar auch. Und wir haben herausgefunden, dass der Howard Kelly in einer Bibliothek ein Amulett gefunden hat in einem uralten Buch. Und anscheinend beinhaltet dieses Buch und das Amulett natürlich die Seele eines Hexers. Und der hat anscheinend es bewirkt, dass uns der Howard Kelly angegriffen hat und natürlich auch Besitz ergriffen hat von der Jackie Gray. Und das müssen wir jetzt mal schauen, dass wir das jetzt rausfinden, wie wir das handhaben können, und dass wir es auch natürlich verhindern können. Wir haben auch in der letzten Folge in einem Minispiel mit sehr vielen Minispielen endlich mal geschafft, es zu lösen und haben hier Öl gefunden. Okay, und komischerweise, es ist immer lustig, die Dinger sind vollkommen verrostet und schüttest du Öl hin, sind die wie neu. Ich brauche etwas Langes, um heranzukommen. Ja, das sagtest du bereits schon. Aber hier können wir das quasi jetzt öffnen. Und wir kriegen eine Schere und ein Auto. Wofür wir die Schere brauchen, glaube ich, weiß ich auch schon. Aber auch wozu wir das Auto brauchen. Ah, ich glaube, Schnellreise hilft uns da eher. Wir müssen jetzt dahin erstmal. Weil dort fehlt das Auto. Und wir kriegen eine Scheibe. Und einen Schrauben. Ja, jetzt kriegen wir einen Schraubenzieher, wofür wir ihn jetzt gerade nicht mehr brauchen. Alles klar. Okay. Andere Frage, wozu braucht mir noch einen Schraubenzieher? Schauen wir mal, ob wir hier was machen können. Ja, genau, hier braucht mir einen Schraubenzieher. Und was kriegen wir da? Was hat er da versteckt? Okay, was Langes. Jetzt haben wir hier was Langes. Und schnipp, schnapp. Und was haben wir da? Medaillon-Fragment. Wahrscheinlich gehört das da dazu. Braucht man noch ein Stück. Anna Gray, du wirst dich darauf verlassen müssen, dass ich deine komischen Kommentare nicht mehr eingehen werde. Also, ich habe hier einen Orientierungssinn gerade. Der ist furchtbar. Lass mir dort, dazu brauchen wir die Schere. Schnipp, schnapp, schnipp, schnapp. Da ist das andere Stück des Amuletts und ich habe eine Zange. Fehlt noch ein Drum und dann haben wir's. Was ist eine Knipszange? Wahrscheinlich eine Knipszange für das hier. Wow, das hätten wir mit dem Messer davor auch nicht rauskriegen können, aber okay. Dann gehen wir. Ich habe eine Orientierung, das ist der Bombenhammer. So. Und da ist doch wieder ein interaktives Wimmelbildrätsel. Finde passende Paare. Ach, das ist sowas wieder, okay. Der einen Kralle, okay. Streichhölzer. Bäm. Ihhh. Macht das Hähnchen die Beine breit, alles klar. Okay, dann das und das. Okay, das sind die Krallen. Okay. Streichhölzer, was können wir hier noch wegschieben?
Wow, wie gruselig. Ah, da sind die Streichhölzer. Okay, gut. Kommt, das könnte man jetzt aufrücken. Das ist ein Ring. Und das ist ein Ring. Jetzt fehlt noch ein Paar. Nämlich Münze und Münze. Und wir kriegen einen blumenförmigen Griff. Wozu brauchten wir das jetzt, den blumenförmigen Griff? Braucht man den für hier draußen, oder? Telefonbuch. There is unfinished business in my past. Revenge. I will punish those who interfered with me. William Light, the Inquisitor. He was the one who caught me. Because of him, I was executed like a common criminal. But now, I know how to return to the past. A woman named Anna Gray has the gift. If I kill her, I can return for my revenge. Okay, was ist denn hier los? Ist das Blut? Was ist hier während meiner Abwesenheit passiert? Ich muss Jackie reden. Hoffentlich geht es ihr gut. Anscheinend ja nicht. Jackie, did you touch any of Howard's stuff? If you did, you're in danger. It's you who is in danger. Nun bin ich also in Vergangenheit des Hexers. Dieses muss der Tag seiner Hinrichtung sein. Ich muss das Buch, das Amulett finden. I will get my revenge. Was? Die Seele des Hexers hat irgendwie überlebt. Sie ist an das Amulett gebunden, das im Inneren des Buches versteckt ist. Nun weiß ich, was zu tun ist. Neue Frage. Folge der Seele des Hexers in den Turm. Und das müsste der Light sein. Das ist anscheinend der neue Inquisitor, William Light. Nun weiß ich, wer der Feind meines Feindes ist. Okay. Berauben wir den erstmal ein bisschen. Ihr wurdet als Vertreter für den vorigen Inquisitor in diesen Ort geschickt. Williams, seid sehr vorsichtig. Euer Vorgänger verschwand spurlos. Man sagt, dass in diesem Ort schreckliche Dinge geschehen. Kehrt unversehrt zurück. Eure Victoria R. Okay. Hier noch sowas wie ein Schleifstein und da müssen wir an seinen Gürtel noch was machen. Was haben wir denn hier? Schleifstein. Beutel. Oh. All I care about is knowledge. I've written many important works and discovered many important things. Now those findings must be confirmed and this filthy town will be my laboratory. Nachdem er dem Ort kam, benutzte der Hexer die Bürger für seine Experimente. Okay. Habseligkeiten des Hexers müssen untersucht und verbrannt werden. William Light. Alles klar. Und wir müssen es wahrscheinlich aufschneiden. Schnipp, schnipp, schnipp. Schnipp, schnipp, schnipp. Schnipp, schnipp, schnipp. Und hier haben wir die Sachen vom Hexer. Oh, wir kriegen viele Sachen zum... Was für seltsame verrostete Apparat. Er benötigt ein wenig Öl, das wir leider nicht haben. Hier war auch noch was, also noch rausnehmen. Gehen wir erstmal nach links. Mit ein paar Münzen sollte sich der Kasten öffnen lassen. Okay, wir brauchen Münzen. Dieser Tür zum Turm ist verriegelt, aber mit einer Säge sollte ich das Problem lösen können. Haben aber leider noch nicht das ganze Sägepärchen hier. Die Menge wird dem Spektakel beiwohnen, das ist nichts für mich. Hm. Ah, hier kommt aber der Amboss hin. Und wir kriegen ein Sägeblatt wahrscheinlich. Jawohl. Jetzt glaube ich, müsste ich das ganze Ding nur noch festschrauben. Ich muss die Säge reparieren, bevor ich sie benutzen kann.
Wow, das war alles an der Reparatur. Wir mussten bloß das Sägeblatt wieder scharf machen. Alles klar. Und wir können in den Turm. Ich glaube, der Hexe bewahrte das Buch in Obergeschoss auf. Okay, abgeschlossen, folge der Seele des Hexers in den Turm. Neue Aufgabe. Begib dich ins Obergeschoss und finde die Seele des Hexers. Okay. Hier für den Hörner und so. In dieser Gussform könnte ich eine Schraube herstellen. Okay. Ich muss dieses Foltergerät aus dem Weg räumen. Ja, das ist mir schon bewusst. Hier fehlt so ein komischer Stein, alles klar. Lass mich raten, mit der Säge können wir auch das hier erledigen. Alles klar. Ist zwar ein bisschen unrealistisch, wie die Säge da durchgleitet, aber okay. Nehmen wir das mit und das mit. Da brauchen wir wahrscheinlich einen Hammer dafür. Gut, wenn ich die nicht mehr so geölt habe, kann ich damit die eiserne Jungfrau anheben. Alles klar. So, dann gehen wir mal hier rüber. Nochmal hier hin. Weil hier kommt der Schmied rein. Es wäre verrückt, das heiße Eisen einfach so anzufassen. Wieso, du bist zur Erinnerung? Spürst doch gar nichts. Ich weiß, das war jetzt gemein. Kann ich damit wahrscheinlich ölen? Fehlt aber immer noch ein Griff. Ich brauche den fehlenden Hebel des Mechanismus. Dann kann ich dieses grässliche eiserne Jungfrau hochziehen. Und wahrscheinlich einen Haken hier. Also einen Hebel brauchen wir auf jeden Fall noch. Öl haben wir noch. Das ist Flasche 1 von 2, 1 von 2. Okay. Der Apparillo brauchte ja ein bisschen Öl. Okay, die Nägel kann ich mitnehmen. Den Griff auch. Und mir hängt der Magen bis zum Boden runter. Ich hoffe, man hört das Knurren nicht von meinem Magen. Hat mich heute noch nichts gegessen. Ich nehme das gerade am 19.01. auf. In der Früh um 11 Uhr. Alles klar, und hier hat es jemanden zerlegt. Alles klar. Mal den Haken hier. Das hier. Das hier oben. Das sind lauter Folterinstrumente, Halberts. Oder ein Teil von einem Folterinstrument. Komischerweise finde ich die Sachen hier bei diesem Bild eher als bei dem vorigen Part. Seht ihr das, wie fix das geht? Kann ich hier irgendwas bewegen? Ach, das war das, okay. Ein Horn, wahrscheinlich gehört das hier hin. Und Nägel, wozu brauche ich Nägel? Nägel. Erstmal schauen, ob ich das nicht für da hier brauche. Nö, für das brauche ich es nicht. Hier brauche ich einen Schlüssel. Dann schauen wir mal, was hier oben ist. Begib dich in den Obergeschoss und findet die Seele des Hexers. Die Seele des Hexers ist gerade im Buch geflogen. Das Buch und das Amulett darin müssen zerstört werden. Ja, in der Tat. Finde heraus, wozu der Hexer das Amulett erschuf. Das werden wir. Ja, toll, jetzt muss ich das so lesen. Das ist die Liste des magischen Gegenständen, die ich finden muss. Mit ihrer Hilfe kann ich das Zauberbuch und das Amulett zerstören.
Zur Vernichtung des Bösen muss ein Ritual vollzogen werden. Für dieses benötigt man folgende Gegenstände. Ein Splitter vom Stein der Weisen. Kerze der Dunkelheit. Kerze des Lichts. Weiß Weihwasser durch. Die Gegenstände müssen neben das Objekt, das zerstört werden soll, gelegt werden. Okay. Wieder ein Tagebucheintrag. Anna Gray ist wieder fleißig. Mal zurück wahrscheinlich. Genau. Den Hexer. Das habe ich schon gelesen. Jetzt hier. Den Hexer in den Amulett dürstet nach Rache. Er will meine Gabe des Zeitreisens stehlen, um in seine Vergangenheit zurückzukehren. Dort will er sich an der Person rächen, die ihn vor langer Zeit zum Tode verurteilte. Aber was ist mit Jackie? Ich vermute, dass sie Howard berührte, kam sie dabei an das Amulett. Ich muss so schnell wie möglich zu ihr zurückkehren. Jackie wollte mich im Krankenhaus angreifen. Ich glaube, dass sie die Seele des Hexers nun in ihr ist. Ich kann diese Geschehnisse abwenden. Ich muss dazu an dem Anfang der Geschichte zurückreisen, zu dem Moment, in dem die Seele des Hexers an das Amulett gebunden wurde. Der Hexer ist noch nicht lange in diesem Ort, aber er hat bereits einige Unruhe gestiftet. Ich habe das Buch des Hexers mitsamt dem Amulett gefunden. Ich muss spezielle Zutaten sammeln. Splitter vom Stein der Weisen. Kerze der Dunkelheit, Kerze des Lichts, Weihwasser durch. Dann muss ich sie neben dem Buch des Hexers ablegen und dann abwarten, was geschieht. Schön, wenn ich mich die ganze Zeit verplappere, wa? Okay, da braucht finden. Für den Trank benötige ich einige Zutaten und Glaskolben. Ja, einen hätte ich schon, aber fehlt uns noch der andere. Und hier ist ein Ritter, okay. Der Hexer hat mich vergiftet. Ich sterbe. Ich sah, wie er ein spezielles Juwel zur Öffnen der Tür zu seinem Geheimversteck im Erdgeschoss benutzte. Armer Ritter. Brauche ich da die Nägel oder was? Nö. Wenn ich die Nägel aus dem Schild ziehe, kann ich die Bretter mitnehmen. Okay. Nochmal runter zum anderen Geschoss, wo der Schädel stande. Wo man die Hörner brauchte. Na, das Geräusch war jetzt gerade herzallerliebst. It's a shame you got in my way. Your attempts to stop me only bring you closer to your own end. And your replacement, William Light, will follow you soon. I've created an amulet to house my soul after I die. When the time is right, I will be reborn. And then, I will be immortal. Ich hatte recht, der Hexer band seine Seele an das Amulett, um zu überleben. Finde heraus, wozu der Hexer das Amulett erschuf. Abgeschlossen. Spüre die bösen Taten des Hexers auf. Du bist ja süß. Ich muss wohl diese böse Puppe ausschalten, wenn ich das Karo kommen will. Okay. Der ist ja süß. Als hätte man von so einer Puppe Angst. What? Okay. Puzzle Time. Ich bin ein Hexer. Ich benötigte Menschenleben, um Seen für meine Experimente. Ich mag es, wenn ganze Dörfer niedergebrannt werden. Der Tod folgt mir auf Schritt und Tritt. Das ist mir ganz recht. Bald werde ich auch ihn besiegen. In diesem Ort traf ich auf einen würdigen Gegner, William Light. Vielleicht kann er meine Langeweile vertreiben und mich ein wenig amüsieren. Der Inquisitor William Light verlor den Kampf gegen den bösen Hexer. Er dachte, der Hexer sei hingerichtet worden, aber dessen Seele überlebte. Okay, jetzt haben wir einen Sonnenschlüssel und einen Schmetterlingsflügel.
wofür auch immer, den wir jetzt gerade brauchen. Aber das und vieles mehr werdet ihr in der nächsten Folge sehen. Dankeschön fürs Zuschauen, Dankeschön fürs Dabeisein. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Abo da und schreibt mir doch mal in die Kommentare, was ihr von dieser süßen Puppe halten tut und allgemein, warum man ein Amulett braucht, um seine Seele darin zu verwalten. Ansonsten, wenn es euch natürlich auch gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis denn ihr denn und tschüdüdü mit Ö.